Hier spricht wieder Ustra. Willkommen zurück zu der Legende von Ralrock. Und wir sprechen nochmal mit der Delfine, weil wir irgendwie immer noch nicht rausgefunden haben, was wir jetzt genau hier machen sollen. Herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen steckt. So, und wie kommen wir an die Botschaft der Talmoor? Das weiß ich. In die Botschaft. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Okay, also wir haben im Moment nicht so richtig einen Plan, was geht. Was ich aber auf jeden Fall für einen Plan habe, ist, wir werden uns nach Windhelm bewegen. Oh, hier ist nochmal so ein Typ. Ich frage mich, was die hier alle gemacht haben. Wahrscheinlich nur Opfer der Umstände. Wahrscheinlich unter die Klauen des Drachen gekommen, oder die Krallen. Und hatten da Pech, da langgewandert zu sein. Vielleicht fallen die auch auf Pilgerreise durch die Drachen. Oder zu den Drachenschreien. Wir werden es nie erfahren, hier ist Kühnesheim. Und was habt ihr dazu gesagt? Die sollen mich nicht so herumkommandieren. Hier, mein Sohn. Selbst ist der Mann. Jawohl. Selbst ist der Mann. Macht euren Dreck alleine. Erzählt, dass ich einen Brief von General Tullius erhalten habe. Es wurden weitere Bogenschützen einberufen. Was ist jetzt schon wieder los? Psst. Das muss ja nicht gleich jeder hören. Ein Drache? Ach, als ob die verschlafenen Anhänger der Rebellen da hinten, jo. What the fuck? Schon wieder so ein Vieh? Ich hab doch gerade dagegen angekämpft. Jetzt sind die überall wach und kämpfen gegen mich. Eventuell, wo ist der hin? Ich bin der Nova King. Was geht los hier? Wo ist denn der hin? Zwei Hände werde ich den nicht erledigen können. Aber wir versuchen es nochmal mit unserem... Ich wollte eigentlich nach Windhelm. Ich weiß gar nicht, ob man die Drachen auch ignorieren kann. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mit dem jetzt erstmal ein bisschen Beef anfangen. Na komm, mach nicht so ein Hampel hier. Komm ran. Er greift da hinten irgendwas an. Vielleicht. Gegen wen kämpft der denn da? Gegen Riesen? Khajiit, was macht ihr denn hier? Was ist los, kleiner Drache, hä? Komm runter, du Arsch! Da hinten ist noch irgendwas, gegen das man kämpfen kann. Muss, soll. Da hinten ist noch ein Riese. Geht's euch gut? Ich hoff's. Mein Riese ist wahrscheinlich auch nicht angetan von dem. Alle kämpfen gerade gegen den hier. Oh! Der hat mich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Der weiß zwar eventuell, dass ich da bin, aber der hat gar keinen Bock auf mich. Keine Sorge. Ich werde ihm schon... Au! Ich werde ihm schon beibringen, dass ich auch da bin. Wollte ich gerade sagen. Ja, komm, schnapp nach mir. Schnapp ich auch nach dir. Da ist übrigens noch der Riese. Ich weiß nicht, ob der sauer auf einen wird. Oder ob der einfach jetzt hier weiter rennt. Nein, der scheint cool zu sein. Trotzdem ein bisschen Angst vor den Riesen. Hallo! Meine liebenswürdigen Khajiit-Freunde. Banditen belästigen die Karawanen mit jedem Schritt.
Aber Khajiit vertreiben sie normalerweise. Was für Banditen? Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt. Wirklich ein großes Ärgernis. Aber viele der Plünderer hatten flinke Finger. Okay, was heißt das? Einer von ihnen stahl mein Mondamulett, das mir meine Mutter gab, als ich noch klein war. Oh. Es ist das Einzige, das mich in diesem kalten Land an meine Heimat... Ich könnte euer Amulett zurückholen. Das ist ein freundliches Angebot. Seid vorsichtig. Ich vermisse zwar mein Amulett... Das ist wie in den uralten Legenden. ...lässt sich nicht so leicht ersetzen. Möge euer... Ja. Möge was auch immer. Ich muss jetzt erstmal hier weg. Oh, was ist das? Mein ganzes Leben lang habe ich... Ein Bär. Das nehme ich auch noch mit. Ich trage zwar viel zu viel. Aber vielleicht können wir irgendwas ablegen. Wir brauchen zum Beispiel kein Eisenschwert. Und wir brauchen auch keinen Stahldolch. Und den zweiten, da brauchen wir auch nicht. Da können wir wenigstens wieder rennen. Auf Wiedersehen. Und dann machen wir uns erstmal auf nach Windhelm. Das scheint eine größere Kolonie zu sein. Fast schon eine Burg. Und vielleicht haben wir da irgendetwas, was wir vielleicht... machen können, tun können, was uns bei Ralrok noch hilft. Sonst würde ich einfach sagen, um jetzt endlich mal ein Ende zu fassen und ich eigentlich nichts Epischeres gesehen und gefunden habe, außer die schwarze Weite, schwarze Tiefe, ihr wisst schon, was ich meine, werde ich als Ziel setzen, das zu erkunden. Und das ist vom Level her, denke ich mal, noch ein bisschen hoch. Deswegen brauchen wir noch ein klein wenig mehr Ausrüstung und werden noch ein bisschen mehr leveln. Und Ralrok zu einem guten Kämpfer ausbilden, mehr oder minder. Eigentlich soll er nur ein guter Händler werden. Aber manchmal steckt man ja nicht drin, was aus einem wird. Eigentlich soll er eher selber Sachen herstellen, so wie ich euch sehe. Mit Schmieden soll ich tun, verzaubern und alles drumherum. Stelle von Windhelm, okay. Ist eigentlich eine schöne Stadt hier, wenn das nicht ganz schneien würde. Ich hoffe, hier ist auch irgendwo die Stadt. Wir gehen gerade drauf zu. Cool. Es gibt nichts Epischeres als im Schneesturm, als Reisender irgendwo anzukommen. Man ist mysteriös und geheimnisvoll. Hallo Steve. Und wir schauen mal, wie es drin aussieht. Hallo Steve. Hi. Na? Auf nach Windhelm. Ich will keine zwei Kinder adoptieren. Erstmal nicht. Vielleicht auch nie. Ich bin eine Hexe. Ich weiß gar nicht, ob das moralisch vertretbar ist. Kinder zu adoptieren. Hier, wo niemand euch will. Esst uns alles weg. Verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey. Vielleicht helfen diese Grau heute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vor allem die Vielleicht starten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hallo. Hallo. Seid ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nö, geht schon, alles gut. Nö, ich hasse euer Volk nicht. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Dankeschön. Sah so aus, als hätten diese Nord euch behelligt. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei Weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Hört sich nach einem netten Typen an. Ich sollte ihn vielleicht kennenlernen. Warum sollt ihr euch für einen Spion halten? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Jawohl! Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Ja, ist doch gut. Da kann ich mich ja hier in Ruhe austoben. Aber das am Schluss. Erstmal muss ich ein bisschen schauen, was es hier für eine Stadt ist und wo wir überall hin können. Das ist eine
kerzenbehangene Waskathedrale. Ich suche einen Laden oder irgendwie was in dieser Richtung, wo ich eventuell etwas verkaufen kann. Das hier sieht nach einer Schmiede aus. Hallo. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau entbehren, mein Herr? Nehmt hier ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die göttlichen... Na sicher, wärm dich mal da schön an der Schmiede. Es scheint heute kalt zu sein. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt, was? Was ist denn ein Geschenk aus Nächstenliebe? Das möchte ich gerne haben. Vielleicht ist es auch ein Buff. Ah, man weiß es nicht. Hier sind also irgendwelche Händler. Danke. Diese Worte sind mir doch genug. Ich weiß nicht, was ich hier in dieser Stadt mache. Es scheint auch gerade ziemlich dunkel zu sein. Das ist ein Friedhof. Ein freundlicher Ort. Und ein sehr verwinkelter Ort, wenn ich das mal so sagen darf. Was gibt's hier? Ein Tempel von Talos. Gibt's hier auch ein Gasthaus oder muss man hier auf der Straße schlafen? Hallo? Palast der Könige entdeckt. Wenn so das Gasthaus heißt, wäre ich sehr überrascht. Irgendwo muss man hier doch mal sich die Beine lang machen können. Irgendwo muss man sich mal hier hinlegen dürfen. Das ist hier wahrscheinlich der graue Bezirk. Könnte ich mir fast vorstellen. Da geht's wieder zurück nach Himmelsrand. Aber irgendwo sollte es da auch mal ein Gasthaus geben, ehrlich jetzt. Das Haus der Kuriositäten. Irgendein anderes Haus. Nun. Oder ist das Gasthaus direkt hier vor Kopf? Ich meine, im Moment ist es ja zumindest auf. Da können wir beim nächsten Mal schauen gehen, was es hier gibt. Guten Morgen! Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Okay. Moin! Moin! Mit machtvoller Stimme. Ihr seid hier in Haus Kerzenschein. Das große Zimmer ist oben und im Erdgeschoss gibt es ein Bett, das ihr mieten könnt. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Gut, kann ich irgendwas bei dir verkaufen, was ich eventuell nicht mehr haben will? Nicht so ganz. Ich würde gerne ein Zimmer mieten für eine Nacht, meine Dame. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ich will, nein, Zimmer. Getränke für die Durstigen. Zimmer! Okay. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Welches? Ich zeige euch euer Zimmer. Ich kann gar nicht glauben, dass Isabella dort ist. Sie war so ein hilfsbereites Mädchen. Ich komme in voller Rüstung da rein, weißt du, fette Pfeile, 400 Pfeile, danke schön. 400 Pfeile am Rücken. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Nein, ich möchte jetzt einfach nur meine Ruhe haben. Vielen Dank. Mann. Service wird hier nicht gerade groß geschrieben. Wir pennen erstmal die Nacht durch. Ja, 24 Stunden ist sicherlich das, was ich schlafen wollte. Wir machen mal so 6 Stündchen. Legen wir uns noch hin und stehen mal um eine Zeit auf, wo eventuell auch Läden aufhaben. Da können wir uns hier nochmal ein bisschen in der Stadt umschauen. Du erwachst und bist gut ausgeruht. Das hoffe ich doch. Hallöchen. Dankeschön für die wundervolle Nacht in deinem wunderbaren Etablissement. Und jetzt ist die Sonne auch am Firmament, am Himmelszelt. Und jetzt möchte ich erstmal zur Schmiede rennen. Vielleicht kann ich da irgendwas... Nils? Ich bin der Koch, oben im Haus Kerzenschein. Das ist gut, dass du der Koch bist. Moin. Eol und Graumähne sind der beste Schmied in Himmelsrand. Ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern. Wie ist euer Stahl? Genauso scharf wie der, den ihr in Weißlauf findet. Mhm. Ich respektiere Eolund. Aber er hat das Glück, die Himmelsschmiede zu leiten. Hat was mit den Feuern zu tun. Deren Stahl ist einfach fester. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Was habt ihr zu verkaufen? Einen Blick drauf. So, was hast du denn Schönes? Du hast Barren. Die würde ich dir fast alle gerne abkaufen, um meinen eigenen Stahl sogar, wow, um meinen eigenen Kack weiterzuentwickeln. Veredelter Mondstein sogar in Barrenform.
Hm, du könntest mir gefallen als Händler. Ich habe auch einige Dinge. Viele habe ich gerade zurückgelassen, die ich hätte gerne verkaufen wollen. Andere habe ich noch, andere Sachen habe ich noch dabei. Nichts von wirklichem Wert. Außer meine Zwergenrüstung, die ich im Moment trage. Die ich aber so cool finde. Ich will die eigentlich nicht ausziehen. Und ich habe mal 900, habe ich wenigstens noch als Kohle. Ich werde mir ein paar Eisenbarren kaufen. So. Und werde vielleicht erstmal ein bisschen... eine Rüstung oder eine neue Klinge braucht, kommt einfach vor. Ein bisschen was schmieden. So, was können wir denn machen? Wir können Eisenschwerter bauen, na gut. So bekomme ich Ulfric ganz aus der Nähe zu. Jetzt habe ich keine Lederstreifen mehr, na toll. Hi. Ich hätte nie erwartet, dass Ulfric seinem Ruf gerecht wird. Aber so ist es. Moment, ich komme gleich wieder rüber. Hi. Soll ich ein bisschen mit... Werft einen Blick drauf. Ja, ich würde gerne auch Lederriemen kaufen. Lederstreifen, da sind sie doch. Die kosten gar nichts. Und ich möchte dir gerne alles verkaufen, was ich gleich schmiede. Also halte ich fest, ich werde meine Expertise hier ein bisschen verbessern. Eisen Zweihänder, ja, das sind Sachen, die kann man bauen, aber ich habe das Gefühl, die kosten dann zu viel. Wir machen trotzdem mal welche. Eisen Streitkolben, jawohl. Eisen Kriegsaxt. Jawohl. Davon werden wir ein paar bauen. Am besten so viel wie möglich nur nötig. Wir haben erst so wenig Schmiedekunst. Guckt euch das an. Jetzt erst 22. Boah, wie soll das weitergehen? Wo ist der Schmied hin? Wir sollten noch was verkaufen, mein Freund. Ist der jetzt da drüben hingelaufen oder was? Hm. Ich habe ihn nicht angerührt. Okay. Hämmer haben keine Beine. Habt ihr hinter der Schmiede nachgesehen? Ich glaube, ich habe ihn dort gesehen. Oh, ja. Jetzt, wo ihr es sagt, glaube ich. Tut mir leid. Wow. Versager. Der Kriegsambossmann. Der überhaupt keine Ahnung hat, was er eigentlich will. Ich habe Dinge für dich. Wie zum Beispiel sechs... Die Sachen, die ich verkaufe, die schmeiß ich den Händlern auch wieder hinterher. Die kosten ja gar nichts. Da kriege ich nicht mal meinen den Einkaufspreis zurück. Wow. Oh, ich kann die Vampirrüstung verbessern. Na sicher mache ich das. Was brauche ich denn hierfür? Zwergische Metallbarren. Okay. Hat der nicht welche? Soll ich ein bisschen... Werft einen Blick drauf. Einen einzigen oder so kann ich mir mal kaufen. Zwergischer Metallbarren. Ich hätte gerne mal zwei Stück. Wenn das okay ist. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie, das kostet nicht so viel. Zwergenstiefel kann ich schon mal verbessern. Vorne zwei Stück. Dir fehlt das Talent zum Verbessern magischer Gegenstände. Aha. Okay, dann haben wir das Rätsel ja schon mal gelöst. Wie viel Schmieden brauche ich, um da wirklich effektiv weiterzukommen? Guckt euch meine Redekunst an. Wow. Ich sollte mehr auf Redekunst auch gehen. Und auf alle anderen Berufe, die ihr wollt. Ihr seht ja, wie ich hier rumlevel. Sieht okay aus. Im Endeffekt ist es das aber gar nicht. 80, 50, 30 brauche ich als nächstes eigentlich. Bevor sich da wieder irgendwas bewegt. Das ist eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir schauen uns hier in Windhelm das nächste Mal nochmal um. Ich kriege es auch gerade nicht so richtig gebacken, weiterzukommen. Das ist immer, wenn man mit Händlern spricht oder so, das dauert halt seine Zeit. Ich werde mal ein bisschen Leder herstellen, jawohl. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin...